Herzlich willkommen zu einer Runde Chess 960. Wir spielen weiß und erstmal gucken, ob der Gegner hier schwache Bauern hat. Auf jeden Fall H7 ist nicht gedeckt und C7 ist nicht gedeckt. Und ich glaube, ich fange mal mit G3 an. Öffne hier die Läuferdiagonale. Das kann ja gar nicht schlecht sein. Gut, und er fängt an mit E6, um wahrscheinlich gleich das Zentrum zu setzen. Was ich mal in einem Zug durchführen werde mit D4. Und er ist jetzt im zweiten Zug mit D5 macht. Und ich glaube, ich spiele wirklich aggressiv E4 hinterher nochmal einen Zug ins Zentrum. Der Bauer auf D5 hängt. Und er deckt ihn mit C6. Gut, dann ist die Frage, erst den Springer oder erst den Läufer? Ich glaube erstmal hier Läufer F4, entwickelt den Läufer ganz normal und droht sogar schon Läufer D6 Schach mit Damengewinn. Es dürfte also eine Entwicklung mit Tempo sein. Muss er damit, wollte ich gerade sagen, muss er damit D7 oder sowas machen. Macht er dann hier auch prompt. Und damit D7 sieht er jetzt nicht so natürlich aus, um ehrlich zu sein. Die Frage ist nur, was macht. Also ich möchte jetzt gerne meinen Springer weiterentwickeln, weil ist klar, ne, wer mehr Figuren entwickelt hat, der steht auch besser wahrscheinlich. Meistens. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, erstmal könnte ich ihm seine Rochade versauen mit Dame B4 Schach. Muss er König E8 machen, hat er schon keine Rochade mehr. Ich glaube, die Eröffnung ist ziemlich gut gelaufen für mich. Obwohl er jetzt Springer A6 hat, aber ich glaube, ich roche hier erstmal kurz, um weiter eine Figur zu, also meinen König in Sicherheit zu bringen. Aber er spielt A5 und nicht Springer A6. Das ist auch interessant. Ich glaube, ich spiele mal Dame D2 zurück. Ich möchte den Bauern auf D4 gedeckt halten, damit er hier nicht irgendwann mal mit irgendwelchen Tricks auf E4 rausnehmen kann. Und als nächstes werde ich mich hier um die Springerentwicklung kümmern, damit ich endlich alle Figuren im Spiel habe. So, er macht aggressiv weiter mit B5. Und ich glaube, jetzt Springer E3, damit ich auch noch, weil Springer C3, dann habe ich nur das Feld A3 für den anderen Springer. Das ist nicht so vorteilhaft. Und ich könnte mir eigentlich, wenn er jetzt hier B5 spielt, nehme ich jetzt mal hier raus, weil wenn er mit dem E-Bauern wieder nimmt, was er natürlich nicht macht, dann wäre die E-Linie offen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Turm E1, um den Turm auf die Linie, den Turm aktiv zu stellen und den Turm gleichzeitig auf die Linie draufzustellen, wo der König auch steht. Und mit der Idee Springer C3, Springer schlägt D5 natürlich. Wobei das noch nicht ganz funktioniert, weil ich nach Springer C3 B4, wenn ich dann mit dem Schlag hängt, der logischer. Also wenn ich dann mit dem Springer auf C3, weil der angegriffen ist, schlage, kann er ja noch mit Bauern wieder nehmen. Das ist ein bisschen doof. Jetzt hängt allerdings A5 und hängt schon ein bisschen länger. Nach Läufer B7 ist der Turm jetzt allerdings gedeckt. Also die Frage ist, ist das schlimm, wenn er da hinkommt? Ich glaube nicht. Das heißt, ich nehme jetzt mal auf A5 raus. Jetzt ein Bauern mehr, hoffentlich einen gesunden. Gesunden mehr Bauern. Weil er hat nicht so viele Möglichkeiten mit dem Springer. Springer B8 ungefährlich für mich. Springer C7, da ist der Springer einfach weg. Springer C5. Wäre wahrscheinlich noch die kritischste Variante, aber könnte ich auch einfach die Damen wegziehen. Glaube, jetzt spiele ich mal Springer C3, damit der Bauer auf B5 hängt. Ich merke gerade, er könnte die ganze Zeit irgendwann mal Springer C6 mit Tempo spielen. Jetzt gerade nicht, weil der B5 Bauer hängt. Und auf B4 habe ich eigentlich vorgehabt. Oh, der D4 hängt. Aber gerade habe ich gerade übersehen, aber ich glaube, das funktioniert noch nicht, weil wenn er auf D4 schlägt, nehme ich auf B5. Dann hängt der Läufer und ich kann Springer D6 oder sowas spielen. Mit Schach. Oder Springer schlägt D5 zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Springer schlägt B5 oder. Ich glaube, auf Springer B5 folgt Läufer C4. Läufer C5, um den Springerzug nach D6 zu verhindern. Ah, ich glaube, das gefällt mir aber. Springer schlägt B5. Der Läufer hängt. Was ich gerade sehe, was er auch machen könnte, er könnte weiter auf B2 schlagen.
Ja, könnte auch gut sein, vielleicht. Ja, obwohl, nee, dann verliert er was. Dann kann ich Turm B1 machen. Springer C6, deckt den Läufer und greift meine Dame an. Das ist ein bisschen doof. Deshalb ziehe ich jetzt mal Dame D2. Das greift den Läufer noch einmal an. Und stellt ihn vor eine Entscheidung. Wenn der Läufer wegzieht, könnte ich auch mal auf D5 nehmen. Wenn er jetzt nicht gerade auf B2 nimmt, weil dann ja mein Turm hängt. Ja, ich glaube, die Stellung ist ziemlich gut und da kann ja auch keine Rochade mehr machen im Gegensatz zu mir. Jetzt merkt man schon deutlich, dass mein König viel sicherer steht als seiner. Jetzt hat er, glaube ich, ein Problem. Könnte vielleicht E5 spielen, ja? Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Lösung seiner Probleme. Obwohl nicht ganz. E5, dann hängt ja auch D5 durch. Und er entscheidet sich hier für Läufer G7. Natürlich eine interessante Wahl. Jetzt ist die Frage, Springer D6 Schach oder Springer schlägt D5? Und ich glaube, ich bin gierig und schlage mal noch einen Bauern raus. Weil nach Springer D6 Schach kann er zum Beispiel nach F8 gehen und kann dich nicht mehr auf D5 rausschlagen. Das würde ich jetzt nicht so toll finden. Gut, und jetzt ist die Frage, was macht er? Ich sehe hier nicht so wirklich einen Zug. Idee von mir ist natürlich Springer C7 Schach. Mit Qualitätsgewinn. Mit Qualität gewinnen. Springer C7, Springer schlägt C7, Springer schlägt C7. König E7 oder König D8, weiß jetzt nicht ganz, was besser ist. Und dann wahrscheinlich Dame schlägt D7, König schlägt D7, Springer schlägt A8. So, er entscheidet sich jetzt hier für König, König. Turm D8. Frage ist, kann ich da irgendwo was machen? Springer C7 Schach. Springer schlägt C7. Springer schlägt C7, König F8, denke ich mal. Ich glaube, ich spiele mal vorher noch Turm AD1 und bringe den Turm noch ins Spiel. So dass jetzt alle meine Figuren spielen. Und da habe ich vielleicht auch ein paar mehr Tricks. Denn jetzt drohe ich Springer C7. Oh, ich drohe nicht, aber jetzt kann ich Springer C7 spielen. Und dann muss er nach E7 gehen. Was er eben noch nicht musste. Jetzt kann ich allerdings nicht mehr Springer C7 spielen. Habe ich keinen Läufer G5 jetzt wegziehen. Und dann muss er entscheiden, was er mit dem Turm da machen will. Und dann, wenn er, also den Turm kann er nicht ziehen, weil wenn er den Turm wegzieht, dann kommt Springer F6 Schach mit Damen gewinnen. Und auf den folgt Läufer schlägt F6. Wieder nehmen kann er nicht, weil er einen Springer nimmt mit einer Gabel. Und der Turm hängt weiterhin. Ja, ist halt gut, dass ich Dame B4 Schach in der Eröffnung hatte. Damit er nicht mehr rochieren kann, das ist war partieentscheidend. Oder sollte hoffentlich partieentscheidend werden. Gut, jetzt entscheidet er sich auf D5 zu nehmen. Was allerdings daran scheitert, dass mein Läufer auch auf D5 deckt, sonst wäre es eine gute Idee gewesen. Hätte ich jetzt mit der Dame genommen, hätte er mit dem Turm genommen, wäre F6, hätte F6 durchgegangen, aber so kann ich einfach nehmen. Und da gibt er dann auch auf. Ja, war ziemlich. Oh, die Partie ging nur 90 Züge. Hat sich länger angefühlt. Ich glaube, entscheidend war, dass ich hier nach G3, E6, D4. Genau, hier schön schon mal ganz obala. Wie im Normalschach einfach das Zentrum besetzt. Hier sofort mit E4 kann es zwar ganz gut decken. Bekommt dann hier aber nach Läufer F4 schon Probleme mit Läufer D6 Schach. Ich weiß nicht, ob er das hier irgendwie hätte besser lösen können. Ist jetzt so schnell nichts. Naja, dann muss halt Dame D7 machen. Oder hat er gemacht. Und dann Dame B4 Schach. Und ich glaube, das war. Hat die Partie schon einseitig gemacht. Nach König A8 hat er keine Rochade mehr. Und ich rochiere dann auch sofort. Ja, das war, glaube ich, sogar mit in Partie entscheidend. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.